Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Lost Ark. Ja, wir haben mit Nia gesprochen, haben ihr einen Bericht der Dorfbewohner gegeben, wo drin der Dämon erwähnt wird. Wir sollen jetzt zum Sternensandstrand aufbrechen und uns dort mit Shana zusammentun und Yahara suchen. Das machen wir mal direkt. Der Sternensandstrand funkelt und glitzert wie die Sterne am Nachthimmel. Ja, muss man sagen. Glitzert wirklich. Leilei, pass auf die fallenden Früchte auf. Na klar. So, wir holen uns zuerst mal den Triporter hier und dann sprechen wir mit Shana. Ich rieche Blut. Es riecht nach Blut? Oh, ein ungutes Gefühl, aber genug davon. Gehen wir zu Yahara. Yahara hält sich an der Klippe der Gelassenheit auf. Gut, schauen wir mal, das ist dort oben. Klippe der Gelassenheit. Auf der Klippe der Gelassenheit steht ein einsames Gebäude. Suche dort nach einem Mädchen namens Yahara und sprich mit ihr. Die friedliche Klippe, wo stets ein sanfter Wind weht, ist ein guter Ort und so weiter. Ein Schriftstück. Punikas Wunsch Laternenfest. In der Nacht vor dem Fest lassen die Bewohner von Punika gemeinsam Laternen steigen, während sie sich etwas wünschen. Die Wünsche breiten sich am Nachthimmel aus und füllen ihn mit Sternen. Sie sollen denjenigen Glück bringen, die Laternen während des Festes steigen lassen. Deshalb ist das Laternenfest für Punika von großer Bedeutung und die kleinen Kinder von Nia werden zum ersten Mal Laternen steigen lassen, um zu unterstreichen, dass sie Nias sind. Okay. Nächster Bericht. Können wir aber diesmal nicht lesen. Beschreibt die Eigenarten der Moguru-Tiere. Oh Mann. Das kann nicht wahr sein. Tut mir leid, dass du das mit ansehen musstest. Ja, zumindest entschuldigt sie sich. Gut, gehen wir mal hoch zu Yahara. Vielen, vielen Dank. Das Mädchen mit der Brille sieht dich mit einem verlegenen Gesichtsausdruck an. Es ist ein wirklich wichtiges Schriftstück, deshalb muss ich es Nia geben. Ich muss es der Matriarchin übergeben. Bist du Yahara? Ja, ich bin Yahara. Woher kennst du meinen Namen? Shana, du bist hier? Du hast nach mir gesucht? Warum? Ehrlich gesagt war ich mir nicht sicher. Was? Dämonen sind aufgetaucht? Die verwüstete Legion in Punika? Das gibt's doch nicht. Warte mal. Also der Grund, warum die Moguru anfingen, sich seltsam zu verhalten. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Vor allem, weil sie Leute angegriffen haben. Aber warum passiert das hier und jetzt? Was geht hier vor? Ah ja, ich führe oft Selbstgespräche. Ich bin es nicht gewohnt, mit Fremden zu reden. Tatsache ist, dass die Moguru am Tedonwart-Strand ziemlich aggressiv geworden sind. Sie haben plötzlich die Miliz angegriffen, was sie vorher noch nie getan haben. Wir konnten nicht herausfinden, was los war. Aber wenn die Dämonen der verwüsteten Legion die Moguru dazu gebracht haben, dann... Ja, was dann? Die Moguru waren also... Shanas Gesichtsausdruck verhärtet sich, sie überlegt einen Moment und blickt dann hinter sich. Wenn es der Strand bei der Tedonwart-Ausgrabungsstätte ist, dann muss ich mir etwas ansehen. Ich werde eine Spur von Markierungen hinterlassen, falls ihr mich finden müsst.
Shana stößt sich mit tiergleichen Reflexen vom Boden ab und springt schnell davon. Shana. Sie ist davongestürmt. Also, was ist hier los? Oh, du glaubst wirklich, dass es eine Verbindung zwischen dem Moguru und den Dämonen gibt? Es könnte einen Zusammenhang geben. Dann sieht es so aus, als hätten wir ein großes Problem. Wir müssen los. Ich werde die Augen. Gut, wir folgen Shana. Das sieht nicht gut aus. Die Mogurus benehmen sich ganz komisch und ich habe einen seltsamen Schrei bei der Telonwart-Ausgrabungsstätte gehört. Sogar die Schildkröten scheinen unruhig zu sein. Ich denke, wir sollten für heute Schluss machen und nach Hause gehen. Sagst du den ruhenden Dorfbewohnern, dass sie zurückkommen sollen, wenn du ihnen begegnest? Einige von ihnen haben sich gemeldet, aber es gibt noch einige, die fehlen. Natürlich. Fangen wir mal hier direkt an. 5 Stück sollen wir Bescheid sagen. So, das hätten wir erledigt. Hier unten geht es direkt weiter. Die Moguro benehmen sich selbst. Was ist los? Isla will, dass wir unsere Arbeit zu Ende bringen. Zufälligerweise wollte ich wegen der seltsamen Dinge, die bei der Telonwart-Ausgrabungsstätte herumlaufen, bald nach Hause. Nun, wenn du zufällig in Richtung Telonwart-Ausgrabungsstätte gehst, solltest du vorsichtig sein. So, die Sachen können wir mal hier runterstellen. Eine wichtige Zutat für das punikanische Festmahl. Okay. Eine ernste Dame. Entschuldigung, wenn du dich zur Telonwart-Ausgrabungsstätte begibst, könntest du bitte ein paar Sternschachtelhalme für mich mitbringen. Heute ist der Todestag meines Geliebten und ich würde gerne Blumen auf das Grab legen, aber ich kann es aus persönlichen Gründen nicht selbst tun. Mit einem Schwert abgeschnitten. Shana? Dämonen. Ja, da kommen wir so nicht ran. Müssen wir uns erstmal den Weg freikämpfen hier. Aber das trifft sich ja gut hier. Salat. Habe ich die Knochen zerstört? Ja, irgendwie kommen wir hier nicht so richtig ran. Da kommen auch die Mobs schon wieder. Keine Chance. Haben wir hier noch andere Orte? Ja, hier haben wir noch die Möglichkeit, vielleicht zu sammeln. Schon mal gucken. Okay, unverwundbar. Dann nehmen wir den hier. Meine Güte, die folgen uns aber auch weit. Okay, zumindest haben wir eine bekommen, das reicht uns ja auch schon. Mehr wollen wir gar nicht haben. Ja.
Och, Leute. Ist das anstrengend hier. Wie kann man bei so einer geringen Spawn-Zeit hier so die Gegner hinstellen? Das verstehe ich nicht. Und vor allen Dingen haben die so eine große Aggro, dass sie jetzt von der anderen Seite schon wieder kommen. Keine Chance. So, jetzt vielleicht schnell. Okay, wir haben es geschafft. Schnell weg hier, ey. Sowas ärgert mich. So, hier wollen wir durch. Und ich hoffe, die können wir jetzt hinter uns lassen, dass sie uns nicht weiter verfolgen. Okay, dich müssen wir wohl noch ausschalten? Nee, doch nicht. Alles klar, dann sprechen wir hier erstmal mit der ernsten Dame. Danke. Endlich die Sternenschachtelheime, die Inas geliebt hat. So, und auch die öffnen wir mal. Was haben wir hier Schönes? Eine Moguru-Maske. Dunkel-Legorus. Und Nox. Ja, den können wir nicht hinzufügen. Wir haben keine mehr frei. Was ist los, Moguru? Mogu ist mein Freund. Wann immer ich nach Sternensandstrand kam, haben wir zusammen gespielt. Als Shana anfängt, ihre Hände zu bewegen, sieht es so aus, als würde Mogu versuchen, sie zu imitieren. Er wurde schwer verletzt. Es war nicht die Miliz, die Wunde haben andere Moguru verursacht. Shana presst ihre Lippen zusammen, während sie versucht, Mogumogus Blutung mit einem Lappen zu stoppen. Ich muss Mogumogu fragen, was passiert ist. Ja, Mogu. Es sieht aus, als habe er Schmerzen. Kann Shana wirklich verstehen, was er sagt? Wer um alles in der Welt könnte so etwas tun? Mogu. Die Moguru sind seltsam geworden. Glaubst du, dass jemand die Moguru kontaktiert hat? Alle Mogurus, die sich den Wurzeln näherten, haben sich verändert. Okay. Stoppe die Blutung an Mogumogus Wunde. Mogumogu hat aufgehört zu bluten. Es ist alles wieder in Ordnung. Mogumogu erzählte mir etwas Seltsames über die Wurzeln. Was ist die Wurzel? Die Wurzel der Harmonie. Punika wurde durch die Kraft der Wurzel erschaffen. Ich mache mir Sorgen, wir müssen herausfinden, was mit der Wurzel der Harmonie passiert ist. Moguru sind normalerweise äußerst nette Wesen. Ja, normalerweise. Was? Okay, das sind die Wurzeln. Das Licht in den Wurzeln. Es ist weg. Die Dämonen müssen aufgehalten werden. Für mir und Punika. Zwei unterschiedliche Augenfarben. Ich rieche das Blut der Wurzel. Ich glaube, der Dämon hat etwas Schlimmes mit der Wurzel angestellt, um das zu verursachen. Roter Himmel und Moguru, das ist der Grund. So schnell bin ich ewig nicht mehr gerannt. Ich muss wieder zu Atem kommen. Also, was ist passiert? Sie sagen, dass die Wurzel der Harmonie ihr Licht verloren hat. Was? Die Wurzel der Harmonie? Niemals. Die Wurzel der Harmonie ist die Essenz ganz Punikas. Sie enthält die Macht der Götter Gina. Warum ist das Licht verschwunden? Das ist noch nie passiert. Es scheint, dass der Dämon die Wurzel infiziert hat. Verhalten sich die Moguru deshalb vielleicht so seltsam? Ich muss Nia davon erzählen. Ich gehe zuerst los. Bleib bei Shana, ich bin bald wieder da. Yahara keucht und schnauft in Richtung Dorf Nia.
rieche immer noch Blut. Shana schließt ihre Augen und konzentriert sich schweigend. Norden, die Inat-Klippe. Ich bin mir sicher, es bewegt sich in diese Richtung. Wie konnten sie das tun? Ich merke das allein schon daran, wie der Wind weht. Ich muss los, jetzt. Es gibt Leute an der Inat-Klippe, die Wunschlaternen fliegen lassen wollen. Der Muguru könnte sie verletzen. Gehen wir zusammen, ich werde dir helfen. Wirklich? Du bist wirklich bemerkenswert für einen Fremdling. Okay, ja, dann sehe ich dich wohl an der Inat-Klippe. Okay, einige Quests sind hier noch offen. Die nehmen wir natürlich auch noch mit, wenn es geht. Hallo, nimm dich hier von den seltsamen Monstern in Acht, die in der Gegend herumstreuen. Und falls du den Wagen benutzen solltest, könntest du dessen Zustand überprüfen. Ich sitze hier ziemlich fest wegen dieser seltsamen Dinger. Bitte hilf mir. Aber, ja, also überprüfe den Wagen, wenn alles in Ordnung ist. Puste bitte in diese Holzpfeife und gib mir so Bescheid, dass ich ihn für meine Flucht benutzen kann. Ja, ich glaube, den anderen können wir in Ruhe lassen. Den müssen wir nicht unbedingt töten. So, hier geht's raus in die Richtung. So, wir sind in Sicherheit. Hier oben haben wir noch zwei Quests, die holen wir uns auch. Und ja, dort nach oben müssen wir. Dann auf dem Weg kommt auch noch ein zweiter Triporter. Die Sterne werden von der Meeresoberfläche. Ich soll etwas für das Festival zeichnen. Aber mir fehlt es absolut an Inspiration, egal wie sehr ich mir den Kopf zerbreche. Ich dachte, das Meer könnte mir helfen, aber Kunst ist so eine komplizierte Sache, oder? Vorsichtig die Idee vorschlagen. Du bist also kraftvoll und doch sanft. So eine Zeichnung? Ich verstehe nicht ganz. So, spiele die mächtige himmlische Harmonie oder das Lied des Frühlings. Haben wir das überhaupt? Himmlische Harmonie? Oder das Lied des Frühlings? Haben wir beide nicht. Questtitel reine Energie von Shangra. Questgebiet Shangra. Kommen wir da noch hin? Haben wir hier irgendwas, was Shangra heißt? Nicht wirklich. Oder die himmlische Harmonie. Wo kriegen wir die her? Ja, von der Harmonieinsel. Kann aus der Belohnungstruhe für den Abschluss der Koop-Quest erhalten werden. Gut, also die Quest können wir erstmal nicht fertig machen. Einfach weil wir ja, die Lieder gar nicht kennen. Schade, dass wir da nicht so schon hingeführt wurden. Gut, machen wir hier weiter. Die Wellen lassen uns nicht in Ruhe. Wir haben dort drüben angefangen, eine Sandburg zu bauen, aber dann kamen die Wellen und haben sie zerstört. Dann haben wir ein Stück weiter weg wieder eine gebaut und trotzdem kamen die Wellen. Ich kann gar nicht sehen, wie oft das schon passiert ist. Könntest du eine Sandburg für uns bauen? Wenn wir sie bauen, werden die Wellen sie einfach wieder zerstören. Wir sind verflucht. Ja, das Wasser dürfte nicht bis hierhin reichen. Wow, das ist die coolste Sandburg, die ich je gesehen habe. Ich werde dafür sorgen, dass sie nicht von den Wellen zerstört wird. Ja, das ging schnell. Glückliche Kinder. Achso, 6 Stufen haben wir hier sogar. Ja, brauchen wir gar nicht öffnen. Ist an Kader gebunden, wandert. Also auch ins Lager. So, überprüfe die Oberseite des Wagens. Oh, das ist schon gemacht. Ja, dies könnte weitere 100 Jahre überdauern. Wir pfeifen.
und geben Ellie so Bescheid, dass sie hier flüchten kann. Wir können das Ganze hier abschließen und kriegen wir wieder einige Heiltränke dazu. Gut, Leute, hier oben ist der nächste Triporter. Den holen wir uns nochmal. Okay, jetzt haben wir hier noch eine kleine Bonusmission. Das war's auch schon, dann können wir abbauen zum nächsten Triporter. Gut, Leute, den haben wir freigeschaltet. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir uns auf den Weg zur Inat-Klippe machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und wieder mit dabei seid. Hinterlasst auch gerne ein Like oder Kommentar. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen. Hier haben wir nochmal 30 Phoenix-Fläume bekommen. Die aktivieren wir auch mal, dann kommen wir auf 449 schon. Und ja, wie gesagt, schaltet gerne wieder ein. Bis dahin.